Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Anlass ist in dem Fall, dass die Version 1.0 jetzt veröffentlicht wurde und es doch einige Änderungen gab, die ich jetzt zusammen mit euch mal erkunden möchte. Ich habe vorhin bloß mal kurz einen ersten Blick ins Spiel geworfen. Und ja, das Neue sind die die Meta-Extending, also das Transzendente. Das bedeutet, dass neben den normalen Aufstiegen, also den, die man normalerweise hier über den einen Helden freigeschaltet hat, wo ist er denn? Ich glaube, Emotep war das. Also mit dem hat man normalerweise hier diesen Aufstieg freigeschaltet, den man dann machen konnte, um die angesammelten Heldenseelen auch freizuschalten, damit die verfügbar werden. Und jetzt ist es wohl so, dass man alles opfern kann, alle Heldenseelen, alle Incidents, die man bereits eingesammelt hat, alle Relikte, die man hier gefunden hat, wahrscheinlich samt den Forge-Kurs, da bin ich gespannt, ob die auch verschwinden. Und zwar nur, um ein paar Incident-Souls letztlich zu bekommen und die Transcendent-Power. Weil bei der Überarbeitung der Antiken zum Beispiel sind hier jetzt absurd hohe Zahlen aufgetaucht. Also hier zum Beispiel, um die Heldenkosten zu senken, habe ich jetzt hier einen Exponenten von 21. Ich habe in den über einem Jahr, was jetzt, mal gucken, das war hier stand in den Statistiken. Also ich spiele das Spiel seit, na wo war's? Letzter Aufstieg, okay, also ich habe schon länger nichts mehr gemacht, weil ja, es einfach nicht so spannend war, irgendwas in dem Spiel weiterlaufen zu lassen. War ja doch, okay, es rackelt sich da unten so ein bisschen. Also es steht normalerweise da unten. Okay, jetzt, also es scrollt nicht ganz optimal nach unten, weil die letzte Zeile verschwindet immer wieder, aber es sind 390 Tage, die dort jetzt drinstehen. Was ich auch noch interessant finde hier in den neuen Statistiken, dass man die Dark Rituale eventuell nur noch 20 Mal pro, sozusagen pro Durchlauf machen kann. Und auch mit den Rubies, wobei das anscheinend nicht die geklickten Rüben sind, sondern wahrscheinlich, dass man einfach nur 25 Diamanten pro Durchlauf erklicken kann. Und danach muss man auf jeden Fall einmal neu, also eine Extension machen, bevor dann wieder 25 erklickt werden können. Auch bei den Söldnern scheint sich einiges getan zu haben, weil im Gegensatz zu früher sind hier anscheinend nicht mehr absolute Zahlen, sondern auf die, mal gucken, das sind 200.000, also 200.000 Seelen würde ich jetzt aktuell freischalten, wenn ich aufsteige, bekomme ich hier einfach Prozente drauf. Die werde ich jetzt einfach mal einsammeln. Und, okay, das waren jetzt von 200.000 auf 3,2 Millionen. Mal gucken, was jetzt hier. 6%. Das heißt, es ist eventuell auf das Gesamte bezogen. Weil 700.000 waren ja jetzt nicht die, oder 70.000 waren ja jetzt nicht 6% auf das da. Mal gucken, 40% bezogen auf, okay, das sind jetzt 450.000 habe ich jetzt bekommen. Allerdings wären das hier in dem Fall, hier habe ich 107 Millionen. Also so ganz genau weiß ich nicht, auf was das sich jetzt insgesamt bezieht. Mal gucken, ob sich die Quests zumindest inzwischen irgendwie verändert haben, weil das große Problem ist ja, es gibt absurd hohe Achievements, die hier einzusammeln sind. Und zwar hier, das sind 2500 Quests für Gold, 2500 Quests für Rubies, 2500 Quests für Relikte und die auch nochmal das gleiche für Skills. Und 5000 sozusagen 5-Minuten-Quests. Das heißt, es dauert schon ziemlich lange, bis die überhaupt abgeschlossen werden können. Und ja, also hier sind jetzt einfach nur noch Prozentzahlen. Und zwar 5 Minuten, das sind sozusagen die ich auch immer
bevorzuge, einfach um die Seelen hochzubringen. Ich werde jetzt mal starten, auch wenn die soweit nicht mehr durchlaufen werden. Genau, und das ist jetzt schon das Ärgerliche, weil ich eigentlich überhaupt keine sinnvolle Option habe, hier eine 5-Minuten-Quest auszuwählen. Dann mache ich dann normalerweise die Relikte, die jetzt inzwischen auch anscheinend, okay, hier habe ich jetzt wieder 5 Minuten mit drin. Ich hoffe ja, dass man die Söldner, werde ich jetzt gleich mal sehen, allerdings hatte ich hier auch keine Söldnermission dabei. Das heißt, es wird wohl weiterhin dabei bleiben, dass man nur maximal 5 Söldner haben kann. Und genau, hier bei den Antiken, also wie gesagt, ist hier einiges geändert worden. Das heißt, die Levelzahlen sind jetzt deutlich anders. Und die mit den Sternchen, das sind diejenigen, wo hier die Relikte eine Auswirkung haben. Und jetzt ist natürlich das Spannende, dass die Relikte jetzt endlich auch weiter abgegradet werden können. Auch wenn die Prozente hier natürlich minimal sind. Das heißt von 2,26 auf 2,28, allerdings kostet es auch nur 13 Kerne. Was wiederum bedeutet, die 182.000, da könnte ich die jetzt noch eine ganze Weile aufleveln. Was ich aber im Moment nicht tun werde, weil ich möchte erstmal rausfinden, genau, jetzt habe ich hier den neuen Söldner bekommen. Und jetzt kann ich hier wieder nur keine Seelen einsammeln. Und hier würde ich jetzt normalerweise eben auch wieder die Seelen machen, wobei das auch wieder mit 0,83, allerdings weil der halt noch nicht so, so hoch gelevelt ist. Das Spannende wäre jetzt natürlich noch, ob die vielleicht auch nicht mehr so oft sterben dann. Also, soweit sind jetzt die Seelen dann. Das heißt, ich habe jetzt 850.000, die ich jetzt im nächsten Extending dazu bekomme, was allerdings anscheinend nicht reichen wird, um hier von 42 noch auf 43 zu kommen, weil dazu bräuchte ich 45 Millionen mehr, als ich jetzt habe, also beziehungsweise 40 Millionen mehr, weil ich habe 107 Millionen. Und also man sieht schon, dass das auf jeden Fall erheblich ansteigt, was hier die Zahlen angeht. Den Raubzug habe ich jetzt vorhin gerade schon gemacht, habe heute Level 27 besiegt und dort auch nochmal eine knappe Million an Seelen bekommen. Aber auch das wird mir hierfür relativ wenig helfen. So, von den Antiken brauche ich jetzt auch nichts zu ändern. Was noch interessant ist, gehe ich mal kurz durch, was jetzt hier die neuen Transzendenten sozusagen mitbringen. Also der erste erhöht die Idle-Boni. Das heißt, mit jedem Level werden hier 100% der Idle-Boni nochmal verstärkt. Dann, dass die Accidents hier natürlich auch wieder weniger kosten. Das ist natürlich wieder immens wichtig. Das war auch bei den anderen gut, dass man da die Kosten senken konnte. Dann die Transcendent Power. Das heißt, hier habe ich jetzt aktuell 1%. Wobei mir nicht ganz klar ist, warum die 5% ansteigen. Wahrscheinlich vielleicht beim ersten Reset, dass dann pro Level mindestens um 5% Anstieg da ist. Und dass das hier dann eben um 0,05% mehr ansteigt für jedes große Reset. Danach ist hier plus 10% Maximum Transcendent Primal Souls. Das heißt, statt 42 würde ich hier wahrscheinlich dann einfach 46 bekommen, also 4 mehr. Und dann nochmal Effectiveness of Solomon. Da habe ich jetzt vorhin erstmal die Sprache umschalten müssen, um festzustellen, dass nämlich der Solomon hier im Deutschen auch übersetzt wurde. Und zwar, das war der mit der Pyramide. Mal gucken, das war nämlich der Pyramidikus, der dafür zuständig ist, wie viele Urseelen ich bekomme. Das heißt, wenn der jetzt nochmal um 100% ansteigt, das heißt, statt der zehnfachen Menge, wie es jetzt aktuell mit 1000% ist, bekomme ich dann ja hoffentlich nochmal das Hundertfache. Also hoffentlich ist es so multiplikativ und nicht nur sozusagen einfach nochmal 100% drauf. So, jetzt kann ich hier nochmal Ruby, aber war kein Diamant drin, also kein Rubin. So, soweit sozusagen zum Einstieg. Also wie gesagt, aktuell bekomme ich jetzt 42 für alles, was ich habe. Und es gibt jetzt eigentlich hier nichts mehr. Achso, genau, ich wollte noch einmal den Reset machen.
Genau, also hier bekomme ich dann die Hero Souls und Hero Souls behalte ich, Aescience, Relics und so weiter bleiben da. Gold, Damage, Heroes und Zone Progress wird zurückgesetzt. Ist okay. Moment, was hat der jetzt? Ist der 5 Minuten, glaube ich, fertig? Genau, dann machen wir den nochmal. Ah, hier ist wieder in 5 Minuten. Das gefällt mir auch immer schon mal ganz gut. Das Einzige, was natürlich schade ist, dass die wahrscheinlich auch verschwinden werden. Also einmal noch den normalen Aufstieg, in dem es letztlich nur darum geht, hier die Level aufzusteigen. Und einfach mal das noch ein bisschen laufen lassen, wobei es hier wahrscheinlich jetzt einfach nichts mehr zu tun gibt. Okay, keine Ahnung, kaufe verfügbare Upgrades. Und soweit. So, die Seelen sind jetzt entsprechend angestiegen. Minimal, weil klar, das ist ziemlich weit hinten von den Nachkommastellen gewesen. Und jetzt gilt es einmal zu transzendieren. Mal gucken, was ich mit den 42 dann anfangen kann und was jetzt tatsächlich alles verschwindet. So, alles andere ist jetzt verschwunden. Also auch hier die ganzen Statistiken runtergesetzt, nichts mehr verfügbar. Auch die Mercenaries sind aktuell verschwunden. Auch den Leroy Jenkins, den ich bisher auch noch nie gefunden habe. So, jetzt kann ich wieder sozusagen Standard klicken und mir meine ersten schweren Münzen verdienen, um ja, den allerersten Helden anzusammeln oder halt zu rekrutieren. Was mir jetzt natürlich an der Stelle noch nicht viel nützt, weil das ist ein Klickschaden. Ja, davon habe ich nicht allzu viel, weil der macht sozusagen von alleine nichts. Das heißt, dazu brauche ich mindestens 50, um dann dort ja, den ersten automatischen Klicker-Hero zu kaufen. Das heißt, auch die ganzen Goldsachen sehe ich aktuell nicht mehr. Nur meine Erfolge natürlich, die sind soweit stehen geblieben. Und jetzt müsste ich ja eigentlich hier mit den 42, ne? Genau, 42 von 50, also da ist dann bald das erste Aescience Souls Achievement. Und ich glaube, hier gab es ein Transzendent Achievement, was jetzt erfüllt sein müsste. Mal gucken. Ah, hier, genau, überweltlich. Das ist das Achievement, was jetzt neu freigeschaltet wurde, dass man einmal die Transzendenz gemacht hat und damit eigentlich alles, was bisher da war, losgeworden ist. So, wer hat jetzt den ersten automatischen Klicker? Ist natürlich auch wieder relativ wenig. Dann mache ich mich jetzt mal ran und verteile meine Ascendant Souls. So, die Idle Boni. Es geht im Moment nur um eins, das heißt, die Kosten steigen gar nicht so groß an. Also 500% hier. Dann, dass die Accidents weniger kosten. Das lohnt sich, glaube ich, im Moment noch nicht so sehr, weil die sind ja eh noch ziemlich günstig. Dann, dass die Aufstiegspower verbessert wird. Okay, der steigt gleich schon auf 2 an, das heißt, da ist gleich schon ein größerer Hebel drin. So, die Transzendent Points, dass ich da mal mehr bekomme. So, das ist auf jeden Fall schon mal verdoppelt. Und sieht so aus, als würde ich die Aescience Souls, also ich werde hier nicht wieder von Anfang anfangen, sondern letztlich geht es dann darum, dass ich hier tatsächlich auch nur die Seelen bekomme. Das heißt, es wird ziemlich happig werden, hier die Aescience Souls zu bekommen, weil, wie gesagt, nach dem halben Jahr hatte ich ja jetzt gerade mal die 100 Millionen überschritten. Und ja, jetzt brauche ich jetzt 150 Millionen, um überhaupt eine neue Aescience Soul zu bekommen. So, dann hier, dann ist es auf jeden Fall wichtig, den Solomon, also der mir dann einen deutlichen Multiplikator macht darauf, wie viel Souls ich bekomme, also wie viel Heldensohlen ich bekomme, Heldenseelen ich bekomme, dass ich den deutlich hochfahre. Und die Idle Boni auch noch ein bisschen höher, mal sehen, auf 1000. So, jetzt habe ich noch 13 über. Das heißt, die Kosten lasse ich jetzt erstmal noch außen vor, weil das lohnt sich jetzt noch nicht so sehr. Und
Ach so, Moment, das Next Level ist ja das, das habe ich noch gar nicht erreicht. Also 1000% auf das, dann 100% Bonus auf die Acid Souls und 1000% auf den Solomon. So, dann hätte ich jetzt hier noch die Möglichkeit, die Acid Power noch ein bisschen hochzubringen. So, auf jeden Fall den Rest werde ich jetzt noch hier investieren, einfach dass ich hier bis auf 1500 hochgehe. So, das heißt, dann kriege ich das nochmal ein Vielfaches für die Heldenseelen. Und den hätte ich mir jetzt wahrscheinlich erstmal sparen können. Das heißt, der lohnt sich nicht so sehr, weil ja doch das Ganze noch recht günstig ist. Aber es wird eine ganze Weile dauern, bis ich hier den nächsten Reset vorweisen kann. So, dann werde ich mich jetzt mal darum kümmern, irgendwie mal ein bisschen aufzusteigen. Und dass natürlich auch hier einfach die. Ah, jetzt hat er den Helden, den einen Boss nicht erledigt, deswegen ist er da stecken geblieben. Mal gucken, jetzt habe ich 120. Also das dauert noch eine ganze Weile. So, den Tippschaden jetzt mal auf 10. Auf jeden Fall, es ist lange, lange her, in dieser Anfangsform sozusagen, wo man so ganz, ganz primitiv noch selber klicken musste und irgendwie wenig Vorteile hatte. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich die ersten Heldenseelen wieder bekomme und dann resetten kann und dort dann die Schadensmultiplikatoren natürlich dazukommen. So, jetzt hat er 74 Schaden pro Sekunde, was natürlich im Vergleich zu dem, die haben jetzt schon 400 Lebenspunkte. Ja, und der Superboss hat natürlich jetzt schon 5000. Das heißt, ohne hier möglichst zügig zu klicken, kriege ich den Nio nimmer in 30 Sekunden durch. Ah ja, genau, ich kann ja hier immer noch die Boni freischalten. So, jetzt habe ich dann schon 20. So, hier brauche ich bis auf Level 10. Aber da kann ich jetzt den dann schon mal dazu holen und habe jetzt 288 SPS. Ich werde es jetzt mal ein bisschen laufen lassen, mal gucken, wann sich das erste, ja, wann ich eigentlich die Mercenaries wieder freischalte, weil ich hoffe mal, dass die auch wieder auftauchen. Ist ja ziemlich schade, dass ich die aktuell noch nicht wieder zur Verfügung habe und einfach schon mal starten kann. Das ist auf jeden Fall sehr ungewohnt, überhaupt so kleine Zahlen zu haben, die ohne Exponenten auskommen. Mein Gold wird bloß oben angezeigt. Ja. Ah ja, und genau, ich habe inzwischen wieder jetzt natürlich 10 Monster, die ich killen muss, bevor ich dann eine Stufe weiterkomme. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Selbst Level 15 Boss ist jetzt tatsächlich wieder schwer zu schaffen. Meine Güte, wie anstrengend war das bloß am Anfang, als es darum ging, die ersten Monster klein zu kriegen und mal die ersten 100 Level zu schaffen. Aber er ist noch geschafft. So, bei 4000 kriege ich jetzt dann ja, den nächsten freigeschaltet. Die goldenen Upgrades sind natürlich auch noch ewig hin. Ich weiß gar nicht, ab wann die angefangen haben. Irgendwie ab Level 100 oder ab Level 1000 oder so. Ja, auf jeden Fall 20.000. Das dauert jetzt auch wieder noch eine ganze Weile, bevor hier irgendwelche Boni abfallen. Wie viel bekomme ich aktuell eigentlich? So 500. So Schaden 490. Wobei es mir für den Tippschaden natürlich überhaupt nichts nützt, weil wenn ich selber dort irgendwas mache, dann muss ich die auf jeden Fall weiter hochleveln. Ah, okay, da ist der erste Skill jetzt freigeschaltet. Gleich mal anschalten. So bei 50. Genau, dann kriege ich wieder eine Verdopplung von den Klickstärken. Und jetzt dann 25 Level, dazu brauche ich 37.000. Aber mit 200 kann ich hier dann auch schon ziemlich die Monster platt machen. Es wirkt sich auf jeden Fall deutlich aus, als gegenüber nur dem Schaden pro Sekunde, der durch die anderen zur Verfügung gestellt wird. Es fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre ich um Jahre zurückversetzt worden. Aber ist ja letztlich auch so, ganz zurück zu den Anfängen mit dem Meta-Reset.
Und ja, aktuell gibt es hier nicht sehr viel zu tun. Ich kann mich nicht mit meinen Mercenaries beschäftigen. Die Aesir Souls werden wahrscheinlich auch erst nach dem ersten Reset zur Verfügung stehen. Und der Typ bringt mir überhaupt keine Hero Souls. Das heißt, die Bosse, ja, ich glaube, die Hero Souls haben erst deutlich später angefangen. Auf jeden Fall ist das jetzt aktuell schon zu knapp. Das heißt, den schaffe ich nicht ohne weitere Verstärkung. Ja, Time ist up. So, dann nochmal ein Versuch. Da haben wir jetzt schon den ersten Exponenten, das heißt der 350.000 Lebenspunkte. Okay, aber jetzt sollte es reichen. Oh, ganz knapp. Ah, Time is up. Okay. Noch ein bisschen Farmen und noch ein bisschen die Skills hochbringen. Vor allem den Eigenklicker noch ein bisschen verstärken. Drücke T, um zwischen den Modifizierer umzuschalten. Ah, okay, dann kann ich ihn direkt aktiviert lassen und immer das Maximum einkaufen. So, jetzt habe ich 297 Schaden. Einer fehlt mir noch, um den nächsten Skill zu kaufen. So, 8000 sollte jetzt ziemlich schnell gehen. Und dann versuche ich mich nochmal an dem nächsten Boss. 600 Tippschaden, das sollte jetzt reichen. Das bedeutet aber auch, dass mich das Spiel heute noch eine ganze Weile beschäftigen wird, bevor das wieder im Idle-Modus zufrieden vor sich hin idelt und vernünftige Ergebnisse liefert. Weil jetzt aktuell ist auf jeden Fall mein Klicken noch ziemlich notwendig, um auch hier einen ausreichenden Fortschritt zu bekommen. Genau, bei 20.000 hatte ich, glaube ich, den nächsten Helden. Genau, Betty Tepper. Hier sehe ich dann nicht mehr, wie viel sie tatsächlich kostet. Okay, 100.000. Okay, das sollte ziemlich schnell funktionieren. 5.000, 52.000, 58.000. Also noch ein paar Monster, weil bis zum nächsten Boss-Level dauert es, oder bis zum nächsten Boss dauert es ja eh noch ewig. So, mal schauen, ob die Klickerin letztlich auch einen zusätzlichen Bonus bekommt, weil, soweit ich weiß, hat die bei den 200 oder bei den 25er Leveln dann keine weiteren Boni bekommen und das Klicken hat sich letztlich nur durch den DPS-Multiplikator noch gelohnt, weil ich dann prozentual am SPS beteiligt bin. Auch wenn ich nicht weiß genau, wann hier der erste tatsächlich mir dann Zugang dazu ermöglicht. Ich glaube, bei 25 ist der nächste Boss. Mal gucken, dass ich das Klicken noch so weit hochbekomme. Beziehungsweise, dass ich am besten beim 10. nochmal eine Pause einlege. Mal gucken, wie stark der Boss ist. Okay, das wird so schnell hier nichts. Okay, eins noch. Dann nochmal 150% mehr Klickschaden. Und dann ist sie bei 125, der jetzt schon 400.000 kostet. So, 20.000 Klickschaden, 2.000 Klickschaden. Okay, das erste Drittel ist rum und er ist noch nicht zum Drittel geschafft. Das dürfte noch nicht ganz reichen. Also noch ein bisschen die anderen aufleveln. Dass man letztlich hier in so niedrigen Leveln wieder farmen muss, ist wirklich unglaublich ungewohnt. Aber letztlich, das steht einem dann jedes Mal bevor, wenn man diesen Meta-Welt-Reset gemacht hat. Ich weiß noch nicht, ob das so spannend ist. Weil die Frage ist, was nehme ich eigentlich noch mit, wenn... also weil von den Boni oder so weiter merke ich erstmal gar nichts. Die ja die... Souls letztlich haben sollen. Genau, also ich bekomme zwar dadurch einen zusätzlichen Bonus auf die Hero Souls, aber das ist dann eigentlich auch schon alles.
Interessant war, dass nach dem ersten Öffnen es eine Newsletter-Abfrage gab, ob man denn informiert werden möchte, ob man an, sobald die Beta für Clicker Heroes 2 da ist. Das heißt, dass das Spiel wahrscheinlich dann jetzt auch nicht mehr so viel Veränderung erfahren wird und stattdessen ein Clicker Heroes 2 eben erstellt wird, von dem ich hoffe, dass es dann um einiges ja, noch mehr zu tun gibt. Vor allem, dass man sich auch während der Zeit, ja, während dann meinetwegen über dem Idol die Monster gekillt werden, man auch irgendwas anderes anstellen kann. Ja, ich werde es an der Stelle erstmal beenden, weil es wird tatsächlich noch Stunden dauern, bis ich hier wahrscheinlich wieder in einem Bereich bin, in dem irgendwas Neues passiert oder in dem ich die Mercenaries wieder aktivieren kann. Überlegt euch, ob es wirklich sinnvoll ist, diesen Meta-Akzent zu machen und ob ihr nochmal komplett von vorne anfangen wollt. Auch wenn es hier dann nachher ein paar Boni gibt. Wobei ich weiß gar nicht, der Idle-Bonus, ob der auch schon, der wird glaube ich auch noch nicht funktionieren. Genau, auf jeden Fall kann man dann jederzeit neu starten. Und ja, die Riesbecken, das heißt das, was sich sozusagen aktuell wenig lohnt oder nicht lohnt, dann einfach nochmal wegzunehmen, wie zum Beispiel eben hier diese 5% Accident-Kosten-Nachlass. Ja, das ist auch nachträglich noch geändert worden, das heißt statt der 21 habe ich jetzt hier die 36, wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum es dann jetzt eigentlich ein Drittel mehr ist. Also die Kalkulation, wie das zusammengeht, ist mir weiterhin ziemlich unklar. In dieser Welt habe ich noch keine dunklen Rituale durchgeführt. Und ich kann maximal 20 anscheinend machen. Und ja, die Ruby ist bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Aber wenn ein Current Mercenary Account immer noch 5 ist, dann ist die Frage, warum ich sie nicht aktivieren kann. Ist ja eigentlich ziemlich bescheuert, wenn die tatsächlich noch da sein sollten und ich sie nicht starten kann. Naja, es gibt auf jeden Fall noch einiges auszuprobieren und vielleicht sind die einen oder anderen Bugs auch noch da, die irgendwie den Zugang verhindern, dass ich ja auch auf die Gilde noch nicht wieder zugreifen kann. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und wie gesagt, überlegt euch, ob ihr wirklich den Weltreset machen wollt und letztlich nochmal wie am Anfang selber klicken wollt und die ganzen manuellen Geschichten, die dafür notwendig sind, mit eingehen wollt. Ja, ich werde es auf jeden Fall weiter probieren und gucken, ob das jetzt wieder ein bisschen mehr motiviert und mich dann doch Clicker Heroes noch ein paar Mal spielen lässt. Und wenn es noch spannende Neuerungen gibt, werde ich bestimmt nochmal ein Video machen. Also auf bald. Tschüss.